Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen heute zum 10. Dezember zum Kalender-Opening des Adventskalenders. Ich bin heute ein bisschen spät dran, weil ich ein bisschen lang geschlafen habe. 15 Uhr. Und heute kümmern wir uns um das nächste Türchen. First werden wir aber über gestern reden. Und zwar gab es gestern Killing of the Crows. Der Key war an dieser Szene in Skyrim versteckt. Ich gebe zu, es war ein wenig gemein, weil es mitten im Text war und kein Schwein liest sich irgendwie den Text durch, nicht mal ich. Naja. Kommen wir aber zum heutigen Tage und vorher noch eine kleine Info. Bis zum 22. habt ihr immer noch die Zeit, einen Brief an Santa Zero zu schreiben und euch ein Spiel zu wünschen, damit ich euch zu Weihnachten beglücke. Yeah. So, wir beeilen uns mal ein bisschen. Hier kommt schon der Kalender an. Ich bin ein bisschen sehr spät dran, deswegen beeile ich mich sehr, sehr, sehr. Da ist der Kalender, wir öffnen Türchen Nummer 10. In Türchen Nummer 10 ist wie immer 2/3 eines Keys. Und der letzte ist verschwunden. Wir sollten ihn suchen in eines der Videos, die heute kommen. Die höchstwahrscheinlich heute um 15 Uhr schon gekommen sind, 17 Uhr kommen und um 19 Uhr. Ja, so muss das sein. Und zum Schluss natürlich den Bro-Tipp des Tages. Wenn ein Bro an einer roten Ampel halten muss, kurbelt er das Fenster herunter, damit alle anderen sich an seinem exzellenten Musikgeschmack erfreuen können. Hinweis: Sitzt am Steuer des Wagens neben ihm eine heiße Braut, so schiebt der Bro seine Sonnenbrille herunter, damit er die Braut besser sehen kann. Sollte er zu diesem Zeitpunkt keine Sonnenbrille tragen, so setzt er sie zuerst auf und schiebt sie dann herunter, damit er die Braut besser sehen kann. Haut rein! Bis morgen. Übrigens, morgen ist ein besonderer Tag. Morgen ist der 3. Advent, da gibt's was Besonderes. Freut euch drauf. Haut rein, euer Zero. Tschüss.